Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage, wo wir die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen mit Hilfe von Attentaten. Weil Attentate klingt so hart, nennen wir es lieber gesellschaftliche Umstrukturierung. Das ist doch, im Volksmund klingt das doch viel vertrauter. So, ich muss erstmal einen Weg hier reinfinden, denn heute machen wir die Welt besser, indem wir Jasur töten, den Strategen. Aber wir brauchen erstmal einen Weg in diese Festung. Naja, sieht aus wie meine Zweitwohnung, wie mein Ferienhaus, ne? Also, idyllisches kleines Häuschen. Ja, hier kommen wir doch rüber. Wie wir erstmal an ihm hochspringen, um dann festzustellen, dass wir ihn doch messern. War so ein bisschen was vom Matrix, ne? So. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, wo hier die... Da haben wir eine Kiste. Hier haben wir auch eine Kiste. Erstmal gucken, wo die Leute sind. So. Hier einmal hoch. Da hinten sind noch welche, die hat er gar nicht gesehen. Kann er mich hier sehen? Wahrscheinlich, ne? Ich würde ihn gerne mit einem Wurfmesser töten, aber ich bin mir nicht sicher, ob der trotzdem noch Hilfe rufen kann, bevor ich fertig bin. Okay, hier haben wir 1, 2, 3. Da ist keiner. Ja. Machen wir es uns doch einfach. Wir haben da ein, da 3, da 2. Und er hat auch noch irgendwas. Okay, das müssen wir uns holen. Ah, die Großen kriegst du immer so gut weg, ne? Ja, der da drüben könnte ein Problem sein. Oh, schlafe schön ein. Was war das? So, ich hoffe, der sieht uns hinter der Kiste nicht. Sind gut versteckt. Was? Was? Wo kam das denn her? Oh nein, nicht der. Nee, das ist der Falsche. Dem wollte ich nicht. Oh, wenn der mich jetzt sieht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Oh, war sie ihm einmal hier runter? Wir pfeifen uns die noch ein Stück vor. Ich weiß jetzt natürlich nicht, kommt er hier... Wieso geht er denn immer wieder runter? Komm hierher, Kollege. Ich rufe dich nicht aus Spaß. Willst du mich verarschen? Bist du doof? Einmal so hochgeluschert, so... Ja, da ist nix. Nö, ich gehe da nicht hin. Das ist schon in Ordnung. Da ist alles leer. Wer... Der ist schon wieder wach. Oh nein. Okay, wenn der... Ja. Wenn der läuft, ist schwierig, ne? Also wir müssten die beiden wegkriegen, ohne gesehen zu werden mit dem Großen. Okay, der ist weg. Wo ist der Große hin? Ah, da hinten. Okay, der geht ja hier seine Runde. Ist der links? Also geht der hier lang oder geht er rechts von den Kisten lang? Rechts. Ah ja, genau, der hat sich immer die Pläne hier angeguckt. So, hast du noch was für mich? Hat er nicht.
Hat er nicht. Warum nicht? Okay. Ich glaube, die beiden da hinten, die würde ich sogar leben lassen. Einfach nur, damit kein Aufsehen erregt wird. Weil ich nicht, weil der eine steht halt so weit an der Kante, ne? Ich weiß nicht, ob das dann gesehen werden könnte. Okay. Darum können wir nicht entdeckt werden, ne? So, da schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Wir haben gar niemanden. Eine Kiste. Eine wunderschöne Kiste. Okay, wenn wir an der... Wenn wir über die Brücke gehen, haben... Oh Gott, könnte uns der Große sehen? Wir haben hier noch einen. Da hinten ist noch einer. Hier patrouilliert einer. Da oben haben wir noch den Bogenschützen. Zwei sogar. Oh. Da ist ja noch einer, den haben wir ja markiert gehabt. Nö, wir schauen mal. Wieso guckt er sich den Spind da so genau an? Ja, der da oben müsste sich einmal wegdrehen. Okay, boah, das war knapp, ne? Der Schlüssel bringt nur Ärger, wenn du mich fragst. Oh, das ist aber ein schlechter Zeitpunkt gewesen. Nein! Okay. Ein Schlüssel. Es muss eine passende Tür geben. Okay, also da haben wir Glück gehabt. Ja, wir stapeln erstmal, ne? Wir stapeln erstmal die Leichen. Hallo? So. Ihr könnt da drinne Pause machen. Ne, ihr seid ja schon 6 Stunden hier. Laut Gesetzgebung, man darf euch die Pause nicht verweigern. Könnt ihr da schön gemütlich kuscheln, ne? Unterhaltet euch über den Tag, das Wetter. Bekommen wir... Ich muss mal schauen. Kriegen wir den hier vorne hier runtergelockt? Okay, der kommt nicht, ne? Ah! Ja, 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 jetzt haben wir die Neugier geweckt. Was? Augenblick! Ja, ich warte. Ich höre. Zeig dich. Ich weiß, dass du hier bist. Vielleicht, wenn er mich einmal... Ja, macht dich das neugierig? Okay. Hallo? Basim? Hey! Ich werde dich fangen. Ja, aber dann musst du auch herkommen. Du wirst mich ja wohl kaum fangen, wenn du da rumstehst. Okay. Ich gehe erstmal einen anderen Weg. Wenn ich den nicht kriege, dann... Wir nehmen erstmal den Bogenschützen da oben weg.
Ja. Können wir hier rüber? Ja, ne? Oh. Jetzt bitte nicht umdrehen. Ach, wunderbar. Ist das nicht eine herrliche Aussicht? Ja, umwerfend, oder? Finde ich auch. Oh, wie sich das gehört. Wir gehen ganz gemütlich die Leiter runter. Okay, den haben wir. Ein paar Hilfsmittel. Okay, jetzt müssen wir die Truhe, ne? Hier oben können wir aufsprengen. Lalala. Ah, ich als alter Sprengmeister, ne? Da wissen wir genau, was zu tun ist. Ja, natürlich. Die Berufsgenossenschaft würde mit mir natürlich schimpfen, wenn ich jetzt, ohne mich festzuhalten, die Leiter hochgehen würde. Da kriegen wir nur Ärger, ne? Dann gehen wir doch lieber unser Behelfsgerüst gestapelt aus Strohballen und kaputten Holzpaletten hoch. Ja, genau. Ich kann hier 2 Meter hoch springen, aber ich kann keine Leiter hoch. Na, egal. Wir wollen uns ja nicht aufregen, ne? So. Sprengung! Das hat jetzt keiner gehört, oder? War ja ein schallgedämpfter Tonkrug. Geld, oh. Geld, 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 Geld. Oh, Geld, 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 Geld. Meins, meins, meins. Oh, das haben wir. Und eine Truhe. Verbesserungsplan, Dolch des Abbasidenritters. Oh. Wir wollen ja nichts verschwenden. So, wir können Enkidu jetzt fliegen lassen. Jetzt haben wir keine Bogenschützen mehr. Gegner. Oh, einmal durchmarkieren. Hier haben wir einen. Den hätte ich jetzt gar nicht gesehen. 2 auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer ist ein kleiner Soldat. Auf der Mauer, auf der Lauer ist ein kleiner Soldat. Guckt euch den Soldaten an, wie der Soldat patrouillieren kann. Auf der Mauer, auf der Lauer ist ein kleiner Soldat. So, den können wir auch noch markieren. Hier haben wir noch wen? Hier haben wir noch einen großen. Die beiden trainieren. Ah, die haben einiges nachzuholen. Okay, das müssen wir nochmal untersuchen. Hier haben wir noch einen Soldaten. Eieieiei. Ist ja richtig was los. Auf der Mauer hier ist nichts. Alter Schwede. Da habe ich aber ein bisschen was zu tun, ne? Da haben wir ein bisschen was vor uns. Ich habe immer Angst, erfahrungsgemäß, können die halt unter diesen Dächern sein. Und ich könnte die noch nicht markiert haben. Oh mein Gott. Immer für eine schlechte Überraschung gut. Alter Schwede. Das sind aber, das sind schon so ein paar. Ich hoffe mal, dass hier... Irgendwas ist gegen das Fenster geknallt, geflogen. Abürt.
Mein privater Enkidu. Ja, der kommt nicht ganz zurecht, seitdem ich Fenster eingebaut habe. Ist er nicht gewohnt. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was zu looten. Sind die in dem Gebäude? Also sind die hinter der Tür hier? Ist jetzt schwer zu sagen, ne? Okay, das ist... Ja. Ach, Mist. Es sind drei Leute, ne? Das wird auf jeden Fall unser Ziel sein. Ah, nur wenn ich die Tür jetzt aufmache... Ich weiß nicht, ob wir ein Attentat vollrichten können. Ich habe ein bisschen Angst, dass die jetzt die Wachen rufen. Oh. Ah, da ist der Nervöse. Kann ich die markieren? Ich bin ja rein theoretisch schon da. Natürlich nicht. Ich brauche direkte Vision. Falscher Knopf. Können wir die ablenken, dass die in irgendeine Richtung gucken? Das hat die jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Erstmal das wichtigste Ziel. Die Attentäterkonzentration ist so geil. Tod bestätigen. Kille, 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 aber nicht niesen. Eine Nachricht. El Mardiqua hatte Fragen zur Vergangenheit unseres Freundes. Klug. Er wurde in die große Garnison bestellt. Kurzer Brief. Arug, ich habe beunruhigende Gerüchte darüber gehört, dass deine gefeierten früheren Erfolge möglicherweise etwas übertrieben dargestellt wurden. Anscheinend hast du Lügen verbreitet. Ich erwarte dich in der großen Garnison, wenn ich zurückkomme. Wir haben viel zu besprechen. Al-Madikwa. Beide tot. Ich sollte zurück zu Fulat. Immer noch. Gefalteter Brief. Al-Ruk. Mein Freund, du machst dir zu viele Sorgen. Kein Djinn ist gekommen, um dich heimzusuchen. Ich habe etwas, das dich von den Sorgen ablenken könnte. Die neueste Konstruktion ist beinahe fertig. Es ist mein bestes Werk. Es ist pure Perfektion. Es wäre unanständig von mir, etwas anderes zu behaupten. Komm in mein Lager, damit ich deine Reaktion darauf mit ansehen kann. Selbst ein überzeugtes Landkamel wie du kann davon nicht unbeeindruckt bleiben. Du altes Kamel, du. Ja gut, kommt ein bisschen zu spät. Das Schiff gibt's zwar noch, aber... Sein Freund wäre da eh nicht mit bei gewesen. Okay, brauche ich jetzt noch den Schlüssel für die Vordertür? Nein. Also wir können jetzt nach Fulat. Wir haben hier nichts mehr. Auch die Lupe hier unten ist weg. Was siehst du, Enkidu? Ha. Das ist ja jetzt interessant. Das heißt, ich brauche hier nichts weiter ausdünnen. Keine versäumten Kisten. Doch. Die müssen wir uns holen. Die müssen wir uns noch holen. Könnte gesehen werden.
Können wir jetzt nicht einfach runterspringen? Basim? Was ist dein... Basim? Ey, was ist los mit dir, Junge? Die letzten Tage, da bist du aber ziemlich nicht bei der Sache. Du machst dein eigenes Ding hier. Und das ist nicht gut. Wir müssen hier schon zusammenarbeiten. Wenn ich hier hochkletter, kann ich da runter, damit ich da in das Beet kann? Ja. Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich hier nicht versteckt? So, wir haben die Möglichkeit, wir können ihn auf den Kopf springen, weil wir hier hoch können. Aber die sind alle zu weit weg, um die anzulocken, ne? So. Was war das? Ich weiß es nicht. Schau doch mal nach. Nee, noch nicht. Wie komme ich da rüber? Wir könnten jetzt wieder hochgehen, da runterklettern und dann aus dem Busch die beiden wegnehmen. So. Bisschen beeilen. Aber echt viele, ne? Oder wir springen rauf, werfen Wurfmesser hin und dann, das können wir uns ja wiederholen. So. Habe ich den da voll in den Busch geschmissen? Oh, das sieht keiner. Das ist ein bisschen Kopf, was da rausguckt, ne? Öllampe? Ah, hier ist mein Messer. Komm wieder rein und gibt es da was drinne? Nö. Okay. Hier haben wir einen großen. Absolut versteckt. Hey, was war das? Bleib mir Wasser. Hier kannst du noch ein Stück ran? Hey, was ist da los? Hey, was? Okay, das hat keiner mitgekriegt. So, jetzt einmal hier rüber. War die Kiste, die ist doch hier vorne. Da, ach, das ist nur eine Hilfskiste. Ach, die ganze Arbeit für eine Hilfskiste. Ich sollte einfach gehen. Sollte einfach gehen. Das ist schon wieder total dumm, was ich hier mache. Das hat dich jetzt gar nicht verwundert, oder? Hey,
Was war das? Ich bin nur ein armes Mäuschen. Moment! Ah, tut mir leid, ich habe den Knopf schon gedrückt. Ah, hätte er das mal früher gesagt. Ich hätte ja gewartet, ne? So. Nicht allein. Augen auf. Hey. Ja, bitte. Das ist doch total unbequem, da hier abgeknickt mit dem Kopf an eine Bank. So. Ah, ha, ha, ha. Ah, hier gab's doch noch was zu holen. So. Jetzt holen wir uns den da. Was war das? Da hinten haben wir auch noch einen. Es sind ganz schön viele Wachen hier vorne. Ey, 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 ey. Zieh durch, was du angefangen hast, mein Freund. Merkwürdig. Ja. Das ist schon skurril. Geh mal gucken, warum der Heu pfeift. Der Heu. Der Heu pfeift. So. Ich frage mich, wieso war hier eine Lupe? Also was hätte ich mit dem... Hat der auch einen Schlüssel gehabt, oder... Hier wäre eine Karte. Oh, ich hätte mal erst die Lupe holen müssen und dann den Typen töten. Das hätte mich jetzt schon interessiert. Moin! Basim hier. Oh. Nur um die Ecke legen. Okay, was haben wir hier noch? Wir hätten hier noch die auf der Brücke. Gibt's doch bestimmt noch eine Kiste für mich irgendwo. So. Misstrauen hält uns auf Zack. Oh, gute Entscheidung. Nächster. Hey, was war das? Du hast genügend Material, Verbesserung um... Er hat sich genau in dem richtigen Moment umgedreht. Oh. Ja, das war jetzt ein bisschen anders geplant. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er sich gleich wieder umdreht. Okay, es kommt keiner runter, ne? So eine große Festung, aber hier gibt's nur eine Kiste für mich. Hm. Mehr gab's jetzt nicht. Oh. Herzlichen Dank, du alte Petze. Petze, Petze ging im Laden, wollte ein Stückchen Käse haben. Was ist das? Er hat eine Maske? Alter, wie viel Damage der mir macht. Wieso hat der eine... Ist das ein Ordensmitglied? Ja.
Was ist das? Gefallensmünze der Macht. Aua. Verdammt. Das habe ich auf dem großen... War der vom Orden? Der hat so eine Maske auf. Ich auch. Musst du gerade sagen. Willst du nicht mal richtig zuhauen hier? Ich kann dem nicht ausweichen. Ein bisschen Ausdauer sammeln. Ja, es sieht danach aus. Boah, da haben wir das alles gesucht. Was ist denn das für ein Typ hier? Den muss ich mir nochmal hier aus dem Laub ziehen. Elmer Dikwa. Spiel geschrottet. Der hat so eine Ordensmaske auf. Ist der vom Orden? Oder was ist das für ein Typ? Der hat auch ein Elixier getrunken, glaube ich, ne? Hm. Skurril, skurril. Okay, das ist jetzt... Habe ich dem Spiel jetzt was vorweggenommen? Wir müssen mal zu Fulat. Der wird uns ja sagen, ob wir jetzt... da werden die sich bestimmt unterhalten, ob wir da forsch gehandelt haben. Was? So. Ja, 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 ich gehe ja schon. Ich würde gern die Seilrutsche nehmen. So. Ich häng fest. Ich häng... Oh nein. Hallo. So. Warte, warte, warte. Der Eingang, ist das hier noch... Bin ich jetzt hier noch bei dem Schleier? Ja. So. Da bin ich ja mal gespannt. Warte, Ali. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Stratege Jassur und Admiral Nadir sind tot. Von uns gegangen. Es war ein tragischer Unfall. Traurige Geschichte. Nicht direkt. Ich werde für sie beten. Stratege Jassur sollte sich zu einem Treffen mit Elmar Dikhwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hat er ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. Elmar Dikhwar war nicht erfreut. Ja, jetzt erzähl, also was hat der Typ mit der Maske auf sich? In der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif Aturki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein. Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halt Bagdad. Oder da sein gewesen sein. Ihn vielleicht ist er auch nicht mehr da. Könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut. Ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich. Ich bin es leid zu warten. Das ist so ein Mistkerl. Gelange hinein und töte Wasif. Ich glaube, das habe ich schon. Er darf nicht entkommen. Und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Optisch passt das, ne? Es wird geschehen.
Wir haben ihn ganz normal mit einem Säbel hingerichtet, also sieht's aus, als wäre es Ali gewesen. Ich glaube, wir haben Vasif schon getroffen. Aber, na gut, Butterfly-Effekt, ne? Töten wir ihn eben nochmal. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet sehr gern wieder ein. Lasst gern ein Like da. Bis dahin, macht's gut.